Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Frank Bufflepp und ich bin Apotheker aus Leidenschaft. Ich möchte euch was über gesunde Ernährung erzählen und deswegen frage ich dich, kennst du das? Es wird oft in den Medien gesagt, 5 Kilogramm abnehmen in einer Woche. Mit dem Programm kannst du das schaffen. Ich möchte auf diese Sache nochmal später drauf eingehen. 5 Kilogramm abnehmen in einer Woche. Aber vorher möchte ich dir gerne eine Geschichte erzählen. Stell dir vor, du kriegst das einmalige Angebot, ein Pferd zu kaufen, ein Rennpferd, das so schnell ist, dass du garantiert die nächsten 5 bis 7 Jahre finanziell frei wirst, weil es alle Rennen gewinnt, bei denen es teilnimmt. Stell dir das vor, du nimmst sogar Schulden dafür auf und jetzt überleg dir, du hast dieses Rennpferd, wie behandelst du das Rennpferd? Was gibst du dem zu trinken? Was gibst du dem zu essen? Wie trainierst du das Rennpferd? Wie lässt du das Rennpferd schlafen, regenerieren? Bringst du dem Rennpferd vielleicht Rauchen bei? Es ist alles ein bisschen provokativ, aber stell dir einfach mal vor, dieses Rennpferd ist das Allerwichtigste und jetzt transformiere es, das bist du. Und jetzt überlege, wie behandelst du dich? Und wenn du clever bist, dann folgst du einfach ein paar Tipps, die ich dir jetzt folgend geben möchte. Mein wichtigster Tipp ist, der für mich unglaublich schwierig umzusetzen war, dass ich bewusst esse, auch bewusst langsam esse, weil ich bin häufiger unter Termindruck, dir geht es mal leicht auch so, oder man hat irgendetwas zu tun und dann isst man so nebenbei. Man isst auch schnell, also ich bin ein unglaublicher schneller Esser und ich muss mich immer wieder ermahnen, das langsamer zu machen. Oder du isst nicht bewusst, indem du immer aufs Handy guckst oder Fernsehen nebenbei guckst. Mein erster Tipp ist, esse bewusst. Der zweite Tipp, und der ist auch unglaublich wichtig, aber auch schon altbekannt, trinke viel Wasser. 2 bis 3 Liter ist unglaublich gut für den Körper. Und jetzt gebe ich dir noch einen Geheimtipp dazu. Prost! Wenn du getrunken hast, so wie ich das jetzt getan habe, ist das Glas halb voll. Und wenn das Glas halb voll ist, sagt unser Unterbewusstsein, jetzt trinkt nicht so viel. Das kennt ihr von den Supermärkten. Wenn ihr in die Supermärkte geht und das Regal ist nicht voll, sondern so ein bisschen halb voll oder fast leer, dann nimmt man es nicht so gerne, wie wenn das Regal ganz voll ist. Und das ist beim Wasser ganz genauso. Das heißt, mein Tipp ist, wenn ihr getrunken habt, dann füllt das Glas immer wieder gleich voll. Damit, sage ich mal, habt ihr mehr Wasserzufuhr, weil der Kopf sagt, ihr sollt trinken. Und jetzt komme ich zu einem der schwersten Punkte, die für euch aber unglaublich wichtig sind. Ich möchte euch hohe Ziele setzen, weil nur mit hohen Zielen kommen wir auch weiter. Und mein Ziel für euch ist, esst 70% Obst, Gemüse und Salat. 70% Obst und Gemüse und Salat sind wirklich perfekt. Und deswegen ist das mein dritter Tipp. Wenn ihr das schafft, das ist ein Gamechanger für euch. So, und der vierte Punkt, der vierte Tipp ist, wenn ihr sogenannte Routinen, Rituale einführt, das ist ganz, ganz wichtig, macht das morgens, mittags und abends, esst zu festen Uhrzeiten, wir gehen auch noch in folgenden Videos genau darauf ein, was man so machen kann in Ritualen, aber vierter Tipp ist, feste Uhrzeiten, feste Rituale beim Essen. Gute Gewohnheiten sind unglaublich wichtig, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt 5. Tipp Nummer 5 für euch ist, das ist bei mir immer der Fall, wir haben bei uns zu Hause einen Schrank. Ein Schrank mit Dingen, die für mich unglaublich reizvoll waren. Bei mir war es Gummibärchen, Schokolade. Und wenn ihr so einen Schrank habt oder habt ein Regal oder einen Raum, wo ihr Dinge habt, die euch immer wieder reizen und ihr wollt die vielleicht nicht nehmen, dann müsst ihr diesen Schrank im Endeffekt erstmal ausräumen. Lasst den los, das ist ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang ist mir noch wichtig, das ist nämlich dann auch gleich der 6. Tipp, macht es so, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel das Laster Schokolade habt, wir machen das jetzt einfach mal hier, Schokolade, ich sag Schoko dazu. Wenn ihr das Laster Schokolade habt, dann gebt euch eine gesunde Alternative. Eine gesunde Alternative, zum Beispiel Smoothies sind super. Die haben bei mir geholfen. Smoothies sind perfekt dafür.
Macht euch eine Alternative für diese Schokos. Und jetzt noch ein Geheimtipp für euch: Wenn ihr Gummibärchen-Schoko zum Beispiel als Last habt und ihr könnt das nicht lassen, dann tut die in die Gefrierbox, in die Gefriermaschine. Weil wenn ihr die eingefriert, habt ihr den Vorteil, dass ihr dadurch, wenn ihr das dann essen wollt, es nicht so schnell essen könnt. Ihr müsst es dann lutschen und das ist nämlich auch eine gute Geschichte. Also dann in die Gefrierbox, wenn ihr es mal essen wollt. So. Jetzt kommen wir schon zum letzten Punkt und der ist mir extrem wichtig. Der ist nämlich Makronährstoffe. Makronährstoffe, was sind Makronährstoffe? Makronährstoffe sind zum Beispiel Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Das sind unsere Makronährstoffe und mir ist wichtig, es wird immer von Low Carb und Low Fat geredet. Low Carb und Low Fat, also Kohlenhydrate und Fette, da werden wir leider von unserer Industrie in die Irre geführt, weil einfacher Zucker, das ist ein Punkt, wo ich euch sagen will, da gibt es sogar eine unglaublich visuelle Geschichte, eine Studie mit Ratten. Ein Tierversuch mit Ratten, zwei Ratten, eine Ratte mit einfachem Zucker, eine Ratte mit komplexen Kohlenhydraten und wir haben das, also nicht wir haben das getestet, sondern das war eine Studie im Endeffekt mit einem Tierversuch mit Ratten und am Anfang ist diese Ratte, die diese einfachen Zucker hatte, ist ja alle paar Sekunden, Minuten zu diesem Glucose-Sirup hingelaufen, hat es getrunken und hat gesehen, die Frequenz wird immer höher, ist immer wieder hingegangen und das ist deswegen so, weil wenn wir, sag ich mal, einfache Zucker zu uns nehmen, ich nenne das hier mal das Hormon Insulin, I, und hier ist T, Zeit, dann haben wir das Problem, dass unser Insulinspiegel ganz schnell in die Spitze stellt und wieder runterfällt. Und der Körper verlangt dann wieder danach. Das heißt, dann will man es wieder. Und die Ratte, man musste sogar den Versuch abbrechen, weil die Ratte unglaublich aggressiv geworden ist und auch sehr, sehr dick. Und deswegen ist der größte Fehler, den man machen kann, einfacher Zucker. Aber Kohlenhydrate sind so wichtig, komplexe Kohlenhydrate, wenn man zum Beispiel einen leckeren Quinoa-Salat isst oder wenn man zum Beispiel Vollkorn-Reis-Bowl isst, dann haben wir den Vorteil, dass unser Insulinspiegel konstant auf ein Plateau geht. Das heißt, wir sind länger satt, wir haben Energie für das Gehirn, so für die Muskulatur und Kohlenhydrate sind wichtige Energielieferanten für den Muskel. Und deswegen verteufeln wir bitte nicht Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind essentiell wichtig. Und außerdem, wenn diese schnelle Peaks nach oben geht, werden auch unsere Neurotransmitter Dopamin aktiviert und wir freuen uns immer, dass wir das dann hinbekommen. Deswegen wollen wir das immer wieder und wieder. So, und Fette, Low-Fat-Diät, auch eine Geschichte. Wenn ich gesunde Fette wie Omega-Fettsäuren nicht zu mir nehme, kann ich Vitamine wie Vitamin E, D, K und A gar nicht aufnehmen. Das heißt, wir rutschen in eine Mangelernährung. Und deswegen ist mir unglaublich wichtig, bitte, bitte, Protein, Kohlenhydrate und Fette sind einfach wichtige Makronährstoffe. Wir sollten sie alle zu uns nehmen. Und das ist mir noch ganz wichtig. So, ich habe euch aber was versprochen. Und das halte ich auch. 5 Kilogramm in einer Woche verlieren, wird gesagt. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen genauer betrachten. 5 Kilogramm in einer Woche. Was bedeutet denn überhaupt 5 Kilogramm? 1 Kilogramm Fett sind um den Dreh 9000 Kilokalorien. Man streitet immer, was ist Körperfett? Ist es 7000, ist es 8000, ist es 6000 oder 9000? Aber wenn man es auf dem Fett im Endeffekt reduziert, dann ist es so, dass man sagen muss, 1 Kilogramm Fett sind circa 9000 Kilokalorien. Jetzt habe ich gesagt 5 Kilogramm, das bedeutet 5 Kilogramm Fett sind 45.000 Kilokalorien. So, 5 Kilogramm, 45.000 Kilokalorien. Jetzt gucken wir,
Wir haben einen Durchschnittsmenschen, egal Mann oder Frau, Grundumsatz, der Grundumsatz von einem Mann oder einer Frau ist unter 2000 Kilokalorien in einem Tag, 24 Stunden. Das heißt, wir haben, wenn wir 7 Tage nehmen, eine Woche hatten wir ja gesagt, dann haben wir 14.000 Kilokalorien. So, sehr schön geschrieben übrigens. Das kann nicht funktionieren. Man sieht es gleich. Mathematisch ist es nicht möglich. 45.000 Kilogramm sind 5 Kilogramm Fett. 14.000 Kilogramm ist es, wenn wir gar nichts essen. Wenn gar nichts gegessen wird, 14.000 Kilokalorien ist es auch nicht ganz, muss man sagen, weil unser Stoffwechsel auch noch entgleitet. Er fährt nämlich runter. Und wir haben nicht, wenn wir gar nichts essen, 14.000 Kilokalorien. Also man kann sagen, vielleicht 1 Kilogramm Fett. So, und wenn wir jetzt einmal es schaffen. Wenn du es schaffst, wirklich 7 Tage nicht zu essen, erstmal herzlichen Glückwunsch. Das war nicht gesund und auch ich würde es nicht empfehlen. Aber was zeigt die Waage an? Weil alle sagen ja, wir müssen auf der Waage, muss das alles funktionieren. Nur Zahlen sind wichtig. Ja, ist richtig, aber nach einer Woche, wie viel Kilogramm haben wir verloren? Wir haben sogar wahrscheinlich 5 bis 8 oder 9 Kilogramm verloren. Das heißt, die Waage zeigt einmal an, boah, super gut. Aber wie viel Fett ist es tatsächlich? 1 Kilo Fett. Und der Rest ist was? Nur Wasser. Das heißt, das ist nicht falsch, was gesagt wird, 5 Kilogramm in einer Woche, aber es ist nicht das, was wir wollen. Es ist nicht der Fett, der im Endeffekt das ist, woran wir arbeiten sollten, Bauchfett oder so. Das ist es nicht. Deswegen mein Tipp an euch. Macht es so, dass ihr nochmal meine weiteren Videos guckt, dass ihr guckt, dass ihr euch gesund ernährt. Und wenn euch das interessiert, dann schaut meine weiteren Videos. Ich freue mich auf euch. Euer Frank.